geschätzte Besucher von Badeteich, liebe Gäste, ich darf alle sehr herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass das Wetter aushält. Ich hoffe, es hält aus. Es hat ja heute schon alles probiert. Schon Regen, schon Sonne. Nein, nachdem im Vorjahr leider unsere beliebte Teichwirtin uns so plötzlich verlassen hat und hier der Gastronomiebetrieb eingestellt wurde, hat die Gemeindeführung heuer im Winter quasi das Teichbuffet neu ausgeschrieben. Und es hat vier Bewerber gegeben, die hier quasi gesagt haben, okay, ich möchte hier diesen Standort betreiben. Und der heimische Bewerber, der Gerhard Waldbauer, hat das einen gemacht. Es hat einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gegeben, ihn mit der Führung am Teichbuffet zu beauftragen. Nicht nur ausschlaggebend war, dass hier ein heimischer Betrieb ist, sondern auch hat er uns überzeugt mit dem, was er hier vorhat. Und ich möchte ihm heute sehr, sehr herzlich gratulieren, ihm alles Gute wünschen. Fürs erste Mal eine gute Saison 2017 und ich hoffe dann auch in den Folgejahren viel, viel Umsatz da und möge dein Konzept in Erfüllung gehen, dass hier eine gute Weiterführung an dem Standort möglich ist. Dankeschön. Diesen guten Wünschen schließen wir gerne an als Pfarrer und einfach als einer, der immer wieder früh auch schon gern hergekommen ist zum Teichbuffet. Und ich möchte gerne etwas mitgebracht, ein paar verschiedene Kreuze habe ich gehabt und der Gerhard hat gesagt, das möchte er haben, das schaut moderner aus. Ja, ich segne dieses Kreuz und möchte das ganze Areal und vor allem euch und alle Gäste segnen, das heißt den Segen Gottes erbitten, dass gut gelingt. Ihr habt euch enorm angestrengt, das Ganze wirklich auszuweiten und wie der Herr Bürgermeister es gesagt hat, besonders zu gestalten und ein super Angebot zu machen. Schön, dass wir so viel da sind und sicher dann sie noch im Laufe des Nachmittags an wir auch noch her. Gell? Und so möchte ich den Segen aussprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, wir sind da beieinander und mit vielen guten Wünschen und genießen hier diesen besonderen Ort, diesen Ort der Erholung, der Begegnung, der Gastlichkeit. Wir bitten dich um deinen Segen für die ganze Anlage hier, für alle, die hier mit Gerhard und seinem Team arbeiten, für die Gäste, für alle, die hier Erholung finden. Schenk du deinen Segen für alles. Segen auch dieses kleine Kreuz, das ein Zeichen dafür ist, dass das Miteinander Himmel und Erde verbindet und Mensch und Mensch. Und so segne diesen Ort und alle Menschen, die hier arbeiten, die hier Erholung suchen und die hier die Gastlichkeit genießen. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Jetzt braucht man das Weihwasser. Heute braucht man es nicht von oben. Und dann so. Und damit gratuliere herzlich und wünsche einfach alles Gute für gutes Gelingen und Gottes Segen, lieber Gerhard. Danke. Ja, ich möchte alle sehr herzlich mich bedanken, dass so viele Leute gekommen sind und auf eine gute Saison und Teichbuffet. Dankeschön. Aber das Bier geht ja auch gern.